Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Ich mache heute mal wieder Seifen selber und zwar Seifen im Süßigkeiten-Look. Sehen ein bisschen aus wie ein großes Bonbon, aber die kann man nicht essen, sondern die sind dafür da, um sich die Hände zu waschen. Vielleicht habt ihr Lust, die nachzumachen. Ihr braucht Milchrohseife, also so weiße Rohseife. Dann Seifenfarbe in Rot. Ein Behälter, wo man die Seife in der Mikrowelle erhitzen kann und damit schmilzen kann. Ein Messer, um die Seife zu zerkleinern. Ein Stäbchen zum Umrühren. Und zwei elastische Behälter. Da benutze ich mal ganz gerne so Muffinförmchen hier. Da kann man aber auch einen Joghurtbecher benutzen. Auf jeden Fall sollte das so eine runde Form sein. Als erstes gebe ich Rohseife in meinen Behälter und wenn man das vorher schon so ein bisschen klein schneidet, dann wird das ganz, ganz schnell in der Mikrowelle flüssig. Ich gebe das übrigens immer so 30 Sekunden in die Mikrowelle, dann schaue ich mal wieder rüber, rühre wieder ein bisschen um. Man darf es auf keinen Fall zu lange reinmachen, weil gerade diese Milchrohseife, die kocht dann so ganz schnell über. Also deswegen dabei bleiben, immer nur ein paar Sekunden und immer wieder zwischen den reinschauen, umrühren und dann gegebenenfalls nochmal wieder ein paar Sekunden reintun. So, in die aufgelöste Seife gebe ich jetzt meine Seifenfarbe, damit das schön rot wird. Ich tropfe da einfach ein bisschen erstmal rein. Und rühre das Ganze dann um und schau mal, wie mir die Farbe so gefällt. Das ist im Moment noch ein bisschen zu rosa, finde ich. Deswegen gebe ich einfach noch ein bisschen mehr Seifenfarbe dazu. So, jetzt ist es wirklich richtig schön pinkrot geworden. Also eine ganz schöne, kräftige Farbe. Und das gebe ich jetzt hier in einen von meinen Behältern rein. Damit die Seife schneller abkühlen kann, tue ich das immer in den Kühlschrank, also einfach ganz normal in den Kühlschrank und dann wird die relativ schnell wieder hart. Nach einiger Zeit ist die Seife jetzt hart geworden und ich kann die hier so rausdrücken und ich mache die jetzt einfach mal hier erst in meine Schale. So, so sieht sie jetzt aus. Jetzt schneide ich das mit meinem Messer ganz ordentlich durch. In verschiedene kleine Stücke. Ich mache mir vorher so ein kleines, so eine Vorlage, wo ich lang schneiden möchte. So. Und hier schneide ich das jetzt durch. Wenn ich die Seife jetzt komplett in diese kleinen Dreiecke geschnitten habe, dann gebe ich die Hälfte der Dreiecke in die eine Form, die andere Hälfte in die andere Form. Es sind also jetzt jeweils vier Stücke in jeder Form und ich habe die so ein bisschen so angeordnet, dass sie sich so gegenüber sind. Also dass immer eine Lücke ist, ein Dreieck, eine Lücke, ein Dreieck. Gebe ich wieder ein Stückchen weiße Rohseife hier in meine Schale und erhitze das Ganze wieder in der Mikrowelle. Ist jetzt nicht schlimm, dass hier unten ein bisschen so rote Krümel drin sind. Das soll ja nicht unbedingt ganz klar weiß bleiben, sondern wenn dann ganz leichter rosaner Schimmer drin ist, sieht das ja auch sehr schön aus. So, das werde ich jetzt also erstmal verflüssigen und dann geht's weiter. So, das war jetzt in der Mikrowelle und ist jetzt wirklich schön flüssig wieder geworden und hat auch einen ganz leichten rosanen Schimmer. Und das gebe ich jetzt hier wieder rein, aber ich schütte das nicht über die Teile, sondern überall in die Lücken rein. Wenn es auch ein bisschen auf die Dreiecke drauf kommt, ist ja auch nicht schlimm, aber ich versuche das eben so in die Lücken zu füllen. Ich habe jetzt also die weiße Flüssigkeit so hoch aufgefüllt, dass die ungefähr so hoch ist wie die rote. Und das gebe ich jetzt wieder in den Kühlschrank und lasse es wieder komplett abkühlen. Ich habe die Seifen wieder aus dem Kühlschrank rausgeholt. Die sind jetzt hart und jetzt gebe ich die mal hier auf so einen Teller. Muss man sie so ein bisschen rausdrücken. Und wenn das nicht geht, kann man das auch einfach jetzt hier zerreißen. Dann vorsichtig von der Seife abmachen.
Die sehen schon ganz gut aus, aber das Muster kommt noch nicht so richtig gut zum Vorschein. Deswegen schneide ich jetzt einfach mal mit einer Schere, einem Messer, vorsichtig hier am Rand entlang. Das gleiche mache ich hier oben, das ist jetzt auch so ein bisschen uneben und da schneide ich auch einfach einmal oben so ein bisschen dran lang, damit es wirklich eine schöne glatte Seife wird. Ich finde, das sieht wirklich richtig schön aus. Und die Reste hier, die kann man natürlich auch wieder zu einer neuen Seife verarbeiten. Also einfach wieder einschmilzen und was Neues rausmachen. So, meine beiden Seifen sind jetzt fertig. Ich finde, die sehen wirklich richtig schön aus. Ich habe direkt das Gefühl, das ist so ein Bonbon und ich wollte schon probieren, aber ich weiß ja, dass es Seife ist und deswegen spare ich mir das. Aber die sehen echt toll aus und man kann die schön zu Weihnachten verschenken. Passt ja auch so zu Weihnachten, zu diesen Zuckerstangen, die da manchmal als Weihnachtsdekoration dabei sind. Und so ist das eben auch in so einem Zuckerstangen-Look. Vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Ihr habt gesehen, es ist gar nicht schwer. Man muss immer ein bisschen geduldig sein, ein bisschen warten zwischendrin, bis die Seife wieder hart geworden ist. Aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen, finde ich. Wenn es euch auch gefällt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Und ja, vielleicht schreibt ihr mir auch, wenn ihr die nachmachen wollt, wenn ihr noch was dazu zu sagen habt oder wenn ihr noch Wünsche habt, was ich für Seifen machen soll. Gerne einfach alles unten reinschreiben und sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!